Jetzt. Ich erzähle euch ein Märchen aus Italien. Und denkt mal, vor ganz vielen Jahren, da hat einmal ein kleiner Junge in Italien auf der Hochzeit seiner Schwester für sie und für die Gäste diese Geschichte erzählt. Und es war eine Märchenerzählerin dabei, der hat die Geschichte so gut gefallen, dass sie für uns die in einem Buch aufgeschrieben hat. Und im Buch habe ich sie gefunden und deswegen kann ich sie jetzt euch erzählen. Es ist die Geschichte von Pecchino. Und das war ein kleiner Junge, also eine Mutter, die einen solchen kleinen Jungen hat, die kann sich wirklich freuen. Denn wenn dir die Mutter mal einen so richtig dummen Tag hat, dass ihr alles aus den Händen fällt, wie zum Beispiel diese Polenta-Tüte mit dem Grieß, und der Grieß, der fliegt in die hinterste Ecke der Küche. Also gleich ist Pecchino da mit Schaufel und Besen und fegt alles wieder sauber. Die Mutter kann sich wirklich freuen. Und weil sie sich so freut, gibt sie dem Pecchino ein Geldstück zur Belohnung, einen ganzen Soldo. Und da kann er jetzt nachdenken, was er gerne sich davon kaufen möchte. Und weil er so gerne Mandarinen isst, kauft er sich für den Soldo auf dem Markt 3 Mandarinen. Und mit denen setzt er sich auf seinen Lieblingsplatz. Das ist ganz oben am Küchenfenster. Und von da kann er wunderbar hinunterschauen auf die Straße. Und er kann sitzen und die Mandarinen pulen. Und er kann sie essen und die Kerne auf die Straße spucken. Und das hat er jetzt auch gerade wieder gemacht. Aber wisst ihr was? Da unten ist jetzt jemand vorbeigekommen. Und das ist der böse Orko. Das hat er gar nicht gleich gesehen, der Pecchino. Mamaci hat zu ihm gesagt, vor dem Orko muss er sich in Acht nehmen. Und jetzt hat er ihm gerade den Mandarinenkern genau vor die Füße gespuckt. Und jetzt guckt der Orko gleich nach oben, sieht da oben den kleinen Pecchino sitzen und sieht, hey, du da oben, wer bist du eigentlich? Ich bin Pecchino. Und was machst du da? Ich esse Mandarinen. Ja, das hat er gemerkt, der Orko, das war ein Mandarinenkern. Und jetzt sagt er, weißt du, Mandarinen ist meine Leibspeise. Nee, sagt Pecchino, das glaub ich nicht. Ich weiß nämlich, wer du bist. Du bist der Orko. Und mit Mandarinen hast du gar nichts im Sinn, denn du bist ein böser, übler Menschenfresser. Nein, Pecchino, was denkst du? Das war gestern oder vorgestern. Inzwischen esse ich nur noch frisches Gemüse und Obst. Und wenn du etwas übrig hättest, ich würde mich wirklich freuen. Tatsächlich, Pecchino hatte ja 3 Mandarinen und 2 hat er gegessen und das ist wirklich genug. Die dritte kann er ihm ja geben. Du hast Glück, ruft Pecchino. Ich bin immer so nett. Die dritte könntest du haben. Fang! Und dann wirft er seine Mandarine nach unten und der Orko, der lang ziemlich tapsig, genau daneben. Oh, Pecchino, du hast schlecht geworfen. Nee, nee, Orko, du hast schlecht gefangen. Ach, Papalapap, sagt der Orko, egal wie es ist, die Mandarine, die liegt jetzt auf der Straße und weißt du was, ich habe es so sehr im Rücken. Du hast gesagt, du bist nett, dann komm runter, heb sie mir auf. Und weil Pecchino ja wirklich ein netter Mensch ist, kommt er herunter und hebt dem Orko die Mandarine auf. Hier, Orko, sagt er und ahnt nichts Böses, aber der hat in 0, nichts aus seiner Tasche den Sack gezogen und steckt den Pecchino in seinen Sack. Auf und davon und nach Hause zu seiner bösen, scheußlichen Schwester Poltrona. Die ist nicht viel besser als der Orko, das könnt ihr euch schon mal denken. Poltrona, die hat gerade die Spaghetti fertig gekocht und wartet schon mit dem Mittagessen. Und der Orko kommt und sagt, ich habe hier etwas Gutes. Nur Spaghetti ist nicht genug für uns. Ich habe hier etwas im Sack. Was hast du denn im Sack? Den Pecchino habe ich mitgebracht. Na ja, sagt Poltrona. Klein, aber fein, aber besser als nichts. Gib her.
Aber wisst ihr was, der hatte den Sack nicht richtig zugebunden. Der Orko ist auch nicht so richtig auf der Höhe und ist ganz schön dumm und unachtsam. Kann ja nicht mal Mandarinen fangen. Pikino ist auf der Stelle schon auf und davon. Als die merken, dass er nicht mehr im Sack ist, ist er schon längst bei Mamachi. Ja, da ist nun ein paar Tage sind vergangen und ich glaube, jetzt war es die Erbsentüte, die die Mutter hatte fallen lassen. Pikino sammelt wieder die Erbsen und er bekommt tatsächlich von der Mutter zur Belohnung wieder einen ganzen Soldo. Ja, was soll er sich denn heute dafür holen? Er mag Birnen so gerne. Er holt sich 3 Birnen, sitzt auf seinem Lieblingsplatz am Fenster, isst die Birnen, leckt den Saft und die Birnengriebsche, die hat er erst mal vor sich auf die Fensterbank gelegt. Mal sehen, wem er die von hier oben an die Ohren werfen kann. Darauf wartet er jetzt und tatsächlich, wisst ihr was, da kommt der Orko wieder. Pikino hat ihn gleich gesehen, da kommt er die Straße herunter. Und na warte, diesem bösen Orko, den wird er jetzt die Birnengriebsche an die Ohren werfen. Und er kann gut zielen, der Pikino. Batsch, batsch, hat der Orko einen Birnengriebsch am Ohr. Schaut hinauf. Ah ja, du bist's wieder, Pikino. Isst Birnen, ich hab's genau gemerkt. Aber ich sag dir was. Birnen sind meine Leibspeise, die allerliebsten Früchte. Nee, nee, mir kannst du nichts erzählen, Orko. Ich weiß, wer du bist und was du gerne isst. Du isst doch keine Birnen. Doch, sagt der Orko. Das andere war vorgestern und gestern, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Frisches Gemüse, frische Früchte und am besten Birnen. Hast du noch eine übrig? Ja, eine hätte ich noch, sagt Pikino und ahnt nichts Böses. Ja, wirf sie mir doch herab und gib sie mir. Und Pikino wirft. Und der Orko grapscht wieder daneben, die Birne fällt auf die Straße, dasselbe wieder. Oh, Pikino, du kannst kein bisschen gut werfen. Und Orko, du kannst kein bisschen gut fangen. Naja, wie es auch ist, du müsstest schon herunterkommen. Ich hab's ja immer noch so im Rücken. Komm und heb mir die Birne auf. Und Pikino kommt wirklich nach unten und hebt die Birne auf. Er denkt, diesmal will ich mich aber wirklich in Acht nehmen. Aber es hilft nicht, so sehr er sich in Acht nimmt. In dem Moment, wo er sich bückt, um die Birne aufzuheben, da hat der Orko schon den Sack bei der Hand und hat den Pikino am Kragen und hinein in den Sack. Und diesmal aber wirklich gut zugebunden. Und nichts nach Hause. Und wie zu Poltrona, die steht da schon wieder in der Küche. Das Wasser siedet. Hey Poltrona, ich bring uns etwas zum Risotto mit. Ich gehe noch ein bisschen nach draußen, weil es wird ja noch ein Weilchen dauern mit dem Essen. Und Poltrona fragt, und wer ist es denn diesmal? Ah, diesmal ist es wirklich der Pikino. Na, das wird auch höchste Zeit, sagt die scheußliche Poltrona. Und dann öffnet sie den Sack und dann nimmt sie den Pikino. Und das Wasser, das kocht schon. Und dann sagt sie so, Pikino. Nun steig einmal hier in den Kessel. Sie ist wirklich ein bisschen dumm, die Poltrona. Die stellt sich jetzt wirklich vor, dass der Pikino so blöd ist und da in den Kessel steigt. Na, er stellt sich dumm. Er sagt, Poltrona, du siehst, wie klein ich bin. Das schaffe ich nicht, hier in den Kessel zu steigen. Er stellt sich ordentlich dumm. Und die Poltrona, und das ist der große Unterschied, das könnt ihr jetzt mal sehen, die stellt sich nicht dumm, die ist so dumm. Ja, so musst du's machen, sagt sie, du stellst dich hier an den Kessel und dann beugst du dich ein bisschen hinunter und dann lässt du dich einfach in das Wasser gleiten. Das ist ganz einfach. Und als sie es ihm so vorgemacht hat, da kriegt sie einfach von dem Pikino einen ordentlichen Schubs. Ja, da ist sie dann, die Poltrona. Und er läuft fort und sagt, sieh zu, wie du rauskommst.
Und als dann der Orgo heimkommt und denkt, jetzt gibt es zum Risotto ein bisschen was Gutes zu essen, ja, da ist er schon längst bei Mamachi. Und das nächste Mal, wenn er ihr wieder geholfen hat und wenn er wieder einen ganzen Soldo von ihr bekommt und sich etwas Gutes dafür gekauft hat, also an seinen Lieblingsplatz am Fenster geht er nicht mehr. Er hat jetzt einen anderen Lieblingsplatz. Da könnt ihr ihn mal besuchen. Jetzt habe ich